Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über den Samsung GQ75QN90 BATXZG Fernseher sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist an der Zeit, loszulegen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 75 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 100 Hz. Quantum-Matrix-Technologie. Die Weiterentwicklung von Neo QLED verwendet Quantum-Matrix-Technologie, die mit höchster Genauigkeit unsere Quantum-Mini-LEDs steuert. Dank präziser Lichtsteuerung kannst du kleinste Details gleichermaßen in den dunkelsten und den hellsten Bildbereichen genießen. Neo Quantum Prozessor 4K. Der leistungsstarke Neo Quantum Prozessor 4K sorgt für ein faszinierendes Seherlebnis. Integriertes Deep Learning und brillantes 4K AI Upscaling sorgen dafür, dass Bild für Bild dein Seherlebnis optimiert wird, indem er deinen Content sichtlich verbessert. Leistungsstarkes 4K AI Upscaling stellt sicher, dass dir immer die volle 4K-Auflösung zur Verfügung steht. Quantum HDR 2000 bei 50 Zoll und 43 Zoll 1500. Quantum HDR 2000 bzw. 1500 ermöglicht außergewöhnliche Nuancen und Details. Genieße intensive, akkurate Farben und tiefe Kontraste, die durch Quantum-Matrix-Technologie förmlich zum Leben erweckt werden. Die dynamische Farbtondarstellung von HDR 10 Plus kann Farb- und Kontrasteinstellungen in verschiedenen Szenen anpassen und ermöglicht es dir, dich an feinen Nuancen zu erfreuen. Minimierte Reflexionen. Die Anti-Reflex-Beschichtung verhindert, dass Sonnenlicht oder Lampenreflexionen dein Bild stören. Dank wenig Irritation durch reflektierendes Licht kannst du von verschiedenen Sitzpositionen aus in aktuelle Blockbuster eintauchen. Eye-Comfort-Modus. Der einzigartige Augenkomfortmodus von Samsung berücksichtigt die lokalen Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten, um die Bildschirmeinstellungen zu optimieren. Zusätzlich werden Helligkeit und Farbsättigung nach Sonnenuntergang reduziert, um so deine Augen zu schonen und es dir zu erleichtern, abzuschalten und Ruhe zu finden. Real Depth Enhancer. Die Bildtiefenoptimierung imitiert, wie das menschliche Auge Tiefe wahrnimmt, indem der Kontrast im Bildvordergrund erhöht wird. Wenn du dir beispielsweise eine Naturdokumentation anschaust, werden im Vordergrund die Falten eines Elefanten optimiert und der Hintergrund unverändert belassen. Ganz genau so, wie es ein menschliches Auge machen würde. Motion Accelerator Turbo Pro. Die herausragende Bewegtbilddarstellung in 4K 144 Hz Qualität auf dem Bildschirm bietet eine Performance der Extraklasse und sorgt für gestochen scharfe Bilder und atemberaubende Geschwindigkeit. FreeSync Premium Pro. Basierend auf der AMD FreeSync Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten Fernseher, die für die AMD FreeSync Premium Pro Stufe zertifiziert sind, ein echtes HDR-Gaming-Erlebnis. Eine Kombination aus flüssigem Gaming bei maximaler Leistung und außergewöhnlicher Grafik mit hohem Dynamikbereich bei gleichzeitig niedriger Latenz. Für dein flüssiges Gameplay. Die Farbe des Fernsehers ist ein Sandschwarz-Titanschwarz. Er wiegt 44,8 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 167 cm in der Breite, 95,74 cm in der Höhe und 2,67 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 400x400 Weser-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von F. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 173 Kilowattstunden pro Jahr. Neo Slim Design. Erlebe ein ultraschlankes, minimalistisches Design, dessen Schönheit sich wie die eines Kunstwerks aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich die folgenden Anschlüsse: 2x USB 2.0, 1x Ethernet RJ45, 3x HDMI 2.0, 1x HDMI 2.1, 1x Satellite In F-Type Female, 1x Satellite In Sub F-Type Female, 1x Optical Audio Out, 1x Antenna RF Female und 1x CI Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.2, Wireless TV On WoW, Wired TV On WoL und Wireless DeX. SmartThings. Lass dein Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen.
SmartThings unterstützt nicht nur aktuelle Smartphone-Kamera-IoT-Smart-Home-Anwendungen, sondern kann auch ältere Geräte inkludieren. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du Fernsehen schaust, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern. Videocalls auf dem TV-Screen. Führe deine Videocalls direkt auf deinen TV durch und profitiere vom großen Screen. Dank der erweiterten Partnerschaft mit Google Duo und MS Teams hast du die Möglichkeit, deine bevorzugte Anwendung auszusuchen. Außerdem kannst du jetzt neben der Samsung SlimFit-Kamera und der Logitech-Webcam auch deine eigene Smartphone-Kamera anschließen, was den Zugang zu Videoanrufen erheblich erleichtert. Kostenfreie Streaming-Vielfalt. Mit Samsung TV Plus erhältst du sofort Zugang zu Nachrichten, Sport, Serien, Spielfilmen und vielen weiteren Inhalten. Ganz ohne Registrierungen, Kreditkarten, Abonnements oder zusätzlichen Diensten. Einfach Samsung TV Plus einschalten und aus dem vielfältigen Programmangebot auswählen, was dich anspricht. Multiview. Dank Multiview kannst du dein TV-Bild in zwei Bereiche unterteilen, sodass du auf einer Seite deine Serien oder Filme schauen kannst, während auf der anderen Seite das Display deines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So kannst du dein TV-Programm im Blick behalten, während du dir die aktuellen Sportergebnisse oder ein Gaming-Tutorial anschaust. Außerdem hast du noch mehr Multitasking-Optionen mit einer senkrechten Ansicht oder Funktion wie Ultra-Wide Game View. So kannst du ganz einfach die Inhalte gleichzeitig sehen, die du möchtest. Der Fernseher verfügt über 6 Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 60 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioeingang und mit einem HDMI-Kabel über eARC an den Fernseher angeschlossen werden. Dolby Atmos. Die neuen Samsung Top-Channel-Lautsprecher bringen das Dolby Atmos-Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen. Q-Symphony. Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Sound, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss. Object Tracking Sound Plus, OTS Plus. Erlebe mitreißenden Sound, der verschiedenen Objektbewegungen folgen kann, fast wie im Kino. Spezielle Lautsprecher mit integriertem 4.2.2-Kanal-Soundsystem und 70 Watt Ausgangsleistung strahlen nach oben und zu den Seiten ab, um einen 3D-Sound zu erzeugen, der dich förmlich mitten ins Geschehen versetzt. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Tizen 6.5 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streaming-Dienste. Smart Hub. Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, Spiele und Serien verbringen kannst. Mit 3 Kategorien, Medien, Spiele und Hintergründe, optimiert Samsung dein Fernseherlebnis, je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt. Ich habe die Kundenrezension studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Die Benutzeroberfläche ist ein wenig verzögert. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Das Bild ist unglaublich gut. Die einfache Fernbedienung. Der Ton ist sehr gut. Die Fernbedienung ist großartig mit Solarbatterie. Damit ist unser Test des Samsung GECO 75 QN90 BATXZG Fernseher nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare, ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!